Moin, willkommen zurück zum Let's Play U-Boot. Immer noch mit neuem Mikrofon, immer noch am selben Geleitzug und immer noch mit, naja, begrenzten Torpedos, dafür aber Ambitionen, noch etwas zu reißen. Ich habe bereits zwei Peilungen durchgeführt auf unsere beiden Lieblingsziele da vorne. Mal schauen, ob das funktioniert oder nicht. Ich meine, ja gut, wir sind jetzt hier zwar jetzt nicht mehr so großartig bewaffnet, dafür hat es in den letzten Folgen immer mal wieder einen schönen Knall gegeben. Das war eigentlich so ganz... ganz nett anzusehen. Wir schauen jetzt gerade mal hier, was er nun für eine Distanz hat. Er ist jetzt circa bei 5,3 Kilometer. Ja, also inzwischen ist er bei 5,3 Kilometer. Das könnte tatsächlich sein. 5,3 Kilometer. Er hier vorne ist dann bei... Mal gucken... So, er vorne ist dann bei 3,8 Kilometer, 3,8. 5,3 zu 3,8, da muss ich auf jeden Fall den 5,3 zu 3,8, da muss ich auf jeden Fall den einen Torpedo, wenn es jetzt ein doppelter Schuss werden soll, den einen vorlaufen lassen. Und zwar deutlich vorlaufen lassen. Lass mich gerade mal schauen. Ich gerade mal so grob mich damit auseinandersetzen. Bäm, bäm. Ja. Wird circa einen Kilometer Vorlauf benötigen. Wir probieren das gerade mal aus. Haben wir gerade die Torpedos heiß. Den Langstreckentorpedo, den möchte ich, glaube ich, mit ihm machen. Oder? Nee, gar nicht wahr. Den Torpedo, der so lang fahren muss, das soll bitte der T1er sein. Weil der auch diese Reichweite dann tatsächlich hat. So. Weil er dann auch tatsächlich diese Reichweite hat. Oh, schwer zu sagen, das ist jetzt 5,4 oder 5,3. Leute, ich weiß es nicht. Sag mir was, ist das 5,4 oder 5,3? Ungefähr so schneidet er unter den Bug, ne? 5,2. Sagen wir mal 5250 Meter, so. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Entweder es geht oder geht nicht. Wir werden es herausfinden. So, Zielwechsel. Er wird jetzt diesen Weg fahren, so circa. Berechne das jetzt nicht, sondern ich mache das jetzt nur so rein nach Gefühl ein bisschen. Wir werden dem einfach einen Kilometer lang Vorlauf lassen. Und dann werden wir hoffen, dass das so funktioniert. Ruf hier fertig, dankeschön. So. ...3,6 Kilometer. So, wie weit hat er jetzt? Ein Kilometer, sagen wir mal 1,2 so die Richtung. Genau bis hierher. Genau bis hierher. So. Müsste es ja jetzt... noch ein bisschen weiter sein, ne? So. So.
3,3, das lasse ich mal gelten. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt oder nicht. Und wir machen uns mal weg, solange wir uns wegmachen können. So. Verziehen uns mal in freundlichere Gefilde. Der eine Torpedo, der kommt jetzt nicht so gut. Ja. Ob wir die kriegen? Nee, der eine geht daneben. Fuck. Beide gehen daneben. Leck mich doch am Gewürzorgan, ey. So eine Scheiße, aber. Ja, ihr habt's gesehen, es ist sehr, 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 sehr schwer, auf größere Entfernung die Wasserlinie zu sehen. Ganz besonders, wenn die schräg zu dir stehen. Manchmal siehst du es nicht. Und dann fahren die nach in einem Meter fahren die dann an dir vorbei. Das ist dann so leider. Also das ist genau jetzt so. Das ist genau jetzt so. Wir können eigentlich alles rausknallen, was geht gerade. Die sehen uns ja nicht. Die sind ja zu doof zu kacken gerade. Also offensichtlich hat das mit 3,3 Kilometern auch nicht hingehauen. Das war offensichtlich auch falsch. Keine Ahnung wieso. Da komm. Mach einfach. Zaunkönig, der kann uns ja wirklich komplett egal sein. So, da kommt er auf jeden Fall an. Hat auf jeden Fall angebissen. Kawupp dich und die Kiste brennt auf jeden Fall. Zumindest das ist das Schöne am Zaunkönig. Man trifft wenigstens was. So. Da bin ich mir nicht sicher, ob die das jetzt nicht wieder löschen. So, wir verziehen uns auf jeden Fall mal, bevor da irgendwas passiert. Zumindest der eine scheint ja wohl abzurauchen. Ja, die Leute verlassen das Schiff. Wir haben gerade noch Glück gehabt. Und wir Glück gehabt, dass wir das nicht komplett verkackt haben. Ärgert einen jedes Mal, wenn die Torpedos so um einen Meter daneben kacheln. Aber was willst du machen? Hast dich halt um einen Meter vertan. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schwer, überhaupt die richtige Wasserlinie zu treffen, wenn du nichts siehst. Weil an den Schiffen steht halt keine, siehst halt, steht halt keine Wasserlinie so unbedingt dran. So, wenn ich mal hier sehe, ist da unten die Wasserlinie. So, oder willst du diese Linie von so weit weg treffen? Entschuldigung. Willst du diese Linie von so weit weg treffen mit dem Stadimeter? Also. So gut, selbst wenn du die Linie siehst, du triffst die Linie vielleicht gar nicht mit dem Stadimeter. Deswegen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie werden wir das jetzt machen? Wollen wir mal gerade schauen, wie viel Kampfhimmel die jetzt überhaupt noch da haben. Also besonders viel sind das ja jetzt nicht. Sind zwei Torpedos daneben gegangen. Wir haben nur noch einen T5er vorne. Ich glaube, hinten ist das auch nichts mehr, ne? Nee. Hinten ist jetzt auch nichts mehr. Dann müssen wir die wohl oder übel fahren lassen. Weil die anderen Torpedos ja jetzt so mega daneben gegangen sind. Pass mal auf, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt mal versuchen, in Richtung M zu fahren, in Richtung der Milchkuh zu fahren. So, um im Black Pit dann vielleicht mal unsere Patrouille durchzuführen. Das wäre ja mal so ein Ding. So. Weil ich rechne fest damit, dass wir vernünftig nachladen können. Dann. Sobald wir unsere Milchkuh gefunden haben. So. Dann natürlich nur, wenn die uns jetzt nicht den Poppes aufreißen. So. Bei Punkt 5 sind sie versoffen. Falls geradeaus. Einfach geradeaus weg. Er sieht uns nicht.
Da kommt U1108, die haben tatsächlich überlebt, aber Kollege, ich habe jetzt leider keine Torpedos mehr. Wir merken uns bei BE93, wenn wir wieder mal auf dem Rückweg sind, dann da werden wir dann irgendwas finden. Ich weiß gar nicht, was das für ein blödsinniger Kreis da gerade ist. Ich glaube, dann fahren wir einfach mal ein wenig Bestätigt. direkt gen Westen. Und dann können wir auch den Alarm erstmal abbrechen, weil dann werden wir nämlich. Ich werde versuchen, dann demnächst auf See nachzutanken. So, nämlich bei der Milchkuh nachzutanken. So. Konrad Otto, der kann jetzt mal an die Maschine. Michael Knott geht pennen. Die pennen gehen können, die gehen jetzt bitte pennen. Wäre mir ganz wichtig. Dankeschön. So, warte. Ich muss mich erst an das neue Mikrofon noch gewöhnen, weil manchmal drehst du dich mit dem Kopf anderswohin und dann nimmt das Mikrofon natürlich nicht mehr so richtig auf, weil es eben ein Richtmikrofon ist. Da haben Mikrofone, die direkt an den Kopfhörern hängen, haben tatsächlich den Vorteil, dass du dich selber mit dem Kopf irgendwie bewegen kannst und mal anders hinsetzen kannst und so. Die sind da nicht so schlimm, was die Aufnahme angeht. Die sind da ein wenig komfortabler tatsächlich. So, aber du kannst wenigstens Schnorchel ausfahren. Wir schauen mal, wie es jetzt draußen aussieht. Und ich glaube, es sieht sogar einigermaßen knackig draußen aus. Nö. Weißt du was? Dann hol uns doch mal hoch. Wir waren schon sehr, sehr lange nicht mehr oben. Wir sind ja jetzt irgendwie die letzten Tage. Ja, die letzten Tage sind wir jetzt komplett unter Wasser gefahren, wenn dann nur auf Schnorchel. Hervorragend. Den Schnorchel kannst du mir einfahren, die Kompressoren anmachen. Rotlicht und dann lass uns mal hochklettern. Genau, weil dann sind wir wieder ein Überwasserschiff tatsächlich. Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich uns gelungen, den gesamten Umständen zu entkommen. Da hinten fahren sie noch irgendwo lang. Wechseln auf Dieselmotor. Kann es dann egal sein. Wir fahren jetzt mit dieser Maschine halb voraus da irgendwo hin. Und wir freuen uns dann unseres Lebens. Da hinten sind sie noch. Ah, da qualmen sie noch ein bisschen rum. Ja, ihr Jungs, habt Glück gehabt, dass ich jetzt keine Torpedos mehr habe und dass gerade auch kein Kumpel in der Nähe ist. Sonst wäre euch das etwas schlecht gegangen. Oh, warte mal, Funkmessgerät? Nee, 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 du gehst bitte nicht ans Funkmessgerät. Auf gar keinen Fall. Nachher werden wir irgendwie angepeilt. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge an Nachrichten, die nun jetzt rausgeschickt werden können. Wichtiges Telegramm. Wir werden den Angriff auf den Konvoi mit der Wolfsrudeltaktik fortsetzen. Alle U-Boote werden aufgefordert, die Koordinaten 48N. Der Konvoi. Ach toll, jetzt kriege ich einen Konvoi rein. Jetzt kriege ich einen Konvoi rein, ganz im Ernst. Jetzt kriege ich einen Konvoi rein, wo die Milchkuh da ganz hinten ist. Das kann noch niemals funktionieren. Wie soll das denn gehen? Das Problem ist, wir kriegen ja Minusruf. Also wir kriegen ja Ärger vom BDU, wenn wir das jetzt nicht machen. Das ist ja Oberscheiße gerade. Ja, wir haben überhaupt gar keine Kampfmittel mehr, um das jetzt zu machen. Also das ist wirklich Oberscheiße. Ich habe doch gerade eben, was heißt gerade eben? Ist jetzt auch schon wieder einen kurzen Mausklick vorspulen her. Habe ich doch geschickt
die Nachricht geschickt, wie viel wir versenkt haben. Die müssen doch jetzt eigentlich wissen, dass wir keine Torpedos mehr haben, dass wir erstmal nachladen müssen. Wieso kriege ich denn jetzt die Aufgabe rein, wenn ich sowieso nachladen muss? Wieso kriege ich denn jetzt die Aufgabe rein, dass ich mich so einem Wolfsrudel anschließe? Wenn wir jetzt noch den halben Laderaum mit Torpedos voll hätten, hätte ich gesagt, okay, cool. Let's go. Aber das jetzt gerade ist echt ein bisschen scheiße. Das ist sinnlose Rumgurkerei, die wir jetzt vor uns haben. Vollkommen sinnlose Rumgurkerei. Wir sind noch nicht mal im Patrouillengebiet. Wir sind vollkommen ganz woanders, weil die hier vorne nur am Schnetz und am Kloppen waren die ganze Zeit. Boah, Leute. Wann sollen wir da sein? Verbleibende Zeit 19 Stunden auch noch. Da muss ich ja AK laufen bald. Ja, da muss ich AK laufen. Da haben wir tatsächlich keine großartige Möglichkeit, als das jetzt komplett zu ändern. Und ein Geleitzug wird irgendwie erwartet. Was weiß denn ich, was das heißt? Ja, dann fahre ich mal mit großer Fahrt voraus und müssen wir dann schauen, was da jetzt läuft. Okay, die jetzige Aufnahme hat 16 Minuten. Ich weiß nicht genau, was das jetzt soll. Ich habe genau ein Torpedo. So, ich habe noch genau einen Torpedo. Das heißt, wir werden mit diesem einen Torpedo, wenn wir den Angriff unterstützen. Und ganz im Ernst, ich glaube, danach fahre ich rein und lade Torpedos nach. Es macht keinen Sinn, dann von da aus nochmal die 2000 Kilometer in Richtung der Milchkuh zu fahren. Ich glaube, danach fahre ich rein, weil dann haben wir echt die Torpedos verknallt. Dann ist es einfacher, reinzufahren, Torpedos nachzuladen und dann direkt wieder weg zu sein. Ja. Ja, die Nachricht kommt jetzt natürlich, die fuscht uns natürlich jetzt komplett ins Handwerk. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es komplett bescheuert ist. So. Ja, dann mache ich mal einen Cut und wir sehen uns gleich nach dem Cut wieder und nach dem Cut auch in der nächsten Aufnahme wieder, weil jetzt brauche ich erstmal eine etwas längere Pause. Ja, einen Augenblick. Okay, so, da bin ich wieder, neue Aufnahme und ja, ich glaube auch neue Audioeinstellung. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, wie das so wird. Ihr werdet verzeihen, wenn das in den nächsten Folgen ein wenig drunter und drüber geht, was die Audioqualität so angeht. Ich muss mich da erst an die neue Hardware gewöhnen, das ist leider so. Und das geht halt nur so, wenn man das im Praxistest macht. Ja, wie man soll man das sonst anderes handhaben? Ja, neue Aufnahme, neuer Versuch, sind jetzt hier in der Nähe vom bezeichneten Wolfsrudel. Ich bin diese Strecke hier mit AK gefahren, das heißt größtenteils AK Diesel oder AK auf Batterie, halt Hauptsache die ganze Zeit Vollgas gegeben. Hier sind jetzt einige befreundete U-Boote in der Nähe und weil der Captain gerade schon an Deck steht, haben wir hier an der Seite unsere Beuteschiffe. Da sind tatsächlich einige, die jetzt hier unsere Aufmerksamkeit bedarfen. Wir haben ein Torpedo über. Das alleine macht uns jetzt nicht so großartig gefährlich, würde ich sagen. Aber unsere 8.8er ist noch voll. Theoretisch können wir da noch ein bisschen was reißen, wenn sich die Kollegen nicht ganz so dämlich anstellen. Und wenn unser letzter einer Torpedo dann einigermaßen klar gibt. So, ich nehme mal an, dass die Kollegen da vorne einen nördlicheren Kurs haben werden. Deswegen möchte ich, glaube ich, mal abdrehen. Und zwar, ich möchte, glaube ich, mal um 60 Grad nach Steuerbord abdrehen, um da direkt drauf zuzuhalten. Macht für mich keinen Sinn, das jetzt noch länger hinaus zu zögern. Wir fahren da jetzt rein und greifen die an. Ende aus, Mickey Mouse. Und zwar greifen wir nicht die Frachter an. Das können wir dann vielleicht unseren Kollegen überlassen. Nein, wir greifen einen Zerstörer an. So, wenn wir denn jetzt einen finden. Diese kleinen, doofen Tretboote hier, die da, die greifen wir auch nicht an. Die können wir im Zweifelsfall mit der 8.8er herausfordern. Den letzten Torpedo, den will ich für etwas Gefährliches überhaben, für einen Zerstörer oder dergleichen. Ganz
einfache Kiste. So, wir haben da vorne, haben wir jetzt einmal einen Frachter, den wir jetzt mal zur Distanzmessung nehmen können. Ja, ja, Alarm, Alarm, das ist hervorragend, aber du hast ja einen Funkmast, mein Freund. Und das bedeutet, weil du einen Funkmast hast, bist du ein Explorer. So, und ich habe leider immer noch nicht so ganz die richtige Distanz rausgefunden, aber es könnte sein, dass das so ungefähr die richtige Distanz ist. 10 Kilometer auf 26 Grad. 10 Kilometer auf 26 Grad. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber wir haben hier die 26 Grad und ich verlängere das mal auf 10 Kilometer. So. So schätze ich mal ungefähr werden die jetzt sein, aber ich hoffe doch, dass die jetzt so grob in unsere Richtung kommen. Also wir können mal Folgendes machen, wir können uns eigentlich mal verziehen, nämlich auf Tauchstationen gehen, das werden wir auch direkt mal machen. Auf Tauchstationen dann anheizen. Und den ersten Schlag direkt so führen, dass unsere Kollegen nicht mehr großartige Probleme haben. Und wenn sie großartige Probleme haben, dass wir dann sie rausboxen können. Das wäre so genau das Gebot der Stunde. Heißt, wir tauchen einmal ab. Dann möchte ich mal ganz schnell auf Blau gehen. So. Genau. Weil ist die ganze Zeit AK. Die ganze Zeit sind wir AK gefahren. Also ich könnte verstehen, wenn unsere Ingenieure gleich dem Motor ein bisschen Liebe zukommen lassen wollen. Weil es tatsächlich so ist, dass die Motoren jetzt irgendwie die ganze Zeit durchgeballert sind. Ich weiß nicht, wie das später in der Vollversion sein wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Motoren dann auch hin und wieder ein wenig Wartung benötigen. Besonders nach einer solchen Hauruck-Aktion. Weil das fuscht uns ja schon sehr stark irgendwie ein bisschen in den eigentlichen Zeitplan, dass wir jetzt ausgerechnet jetzt in Wolfsrudel bilden müssen, so. Sehr wohl, Herr Kaloy. Das kam jetzt echt ein bisschen doof an. Ja, 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 genau. Du hast was festgestellt, das ist wunderschön. Ich habe auch was festgestellt. Ich habe nicht festgestellt, dass wir hier eigentlich fehl am Platze sind und eigentlich zum Torpedo nachladen reinfahren wollen. So, das habe ich zum Beispiel festgestellt. Eigentlich will ich gerade gar nicht sein, sondern eigentlich will ich hier Zeug veranstalten. Wer ist das da hinten? Bist du da hinten ein Zerstörer? Du könntest tatsächlich ein Zerstörer sein. Wenn er da hinten ein Zerstörer ist, dann nehmen wir uns ihn vor. Das ist eine Flower-Klasse. Die können wir auch im One-on-One, im, was weiß ich, heldenhaften Gefecht, blala, Basils besiegen. So, im Zweifelsfall fahre ich hinter das Ding und pack die 8-8 raus. Das ist mir dann auch egal. Aber wahrscheinlich wird das Teil sowieso anfangen, irgendwie einen Kollegen zu verfolgen. Deswegen werden wir das mal sehen. Da drüben, das ist ein Liberty sogar. Mal schauen, ob die Kiste bewaffnet ist oder nicht. Jetzt gerade von Weitem sieht es nicht danach aus, aber vielleicht hat er irgendwie Maschinengewehrschütze und Schützen oder so. Dann kann man das von etwas längerer Zeit machen. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass der da hinten mir am meisten Sorgen macht. So. Wenn das jetzt ein Zerstörer sein sollte, dann können wir ihn aufs Korn nehmen. Wir bleiben also mal für eine Weile lang so hier. So, und ich möchte dann auf jeden Fall einmal mit dem einen Ingenieur vorne den allerletzten Torpedo anheizen, weil ich nehme mal an, dass es jetzt in den nächsten 20 Minuten zur Ouchzeit kommen wird. So. Deswegen kann er das direkt mal machen. Der Konrad Otto, der kann weiterhin in der Zentrale bleiben. Er ist ja sowieso unser Torpedo-Offizier. Gut, alles klar. Dann mal auf los geht's los. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen
Vermutlich ein Geleitzug, genau. So. Er ist nix. Wir reduzieren gerade mal auf kurz vor knapp, nur bis wir rausgefunden haben, was hier für Gerätschaften im Wasser rumfahren. Gerade geht es nur um die Eskorten, um nichts anderes. Das ist zum Beispiel schon mal eine Flower. Eine französische sogar. Da hinten fährt auch noch irgendwas rum. Ich glaube, das ist auch eine Flower. Sind das nur Korvetten, die hier folgen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Scharf es ist. Du siehst mir auch nicht wie ein Zerstörer aus. Du bist auch eine Korvette. Sind das nur Korvetten, die folgen? Das könnte tatsächlich sein, dass es dann einigermaßen funktioniert. Wenn das nur Korvetten sind. Wenn das nur Korvetten sind. Weil 3, 4 Korvetten sind ein bisschen wenig für diese Frachter hier. Weil die Frachter nämlich ziemlich schwer sind. Das würde mich dann doch wundern, dass sie nur 3, 4 Korvetten verwenden, um diese Frachter zu schützen. So, theoretisch ist der Frachter sogar schon in Angriffsweite. 4 Kilometer auf 30 Grad. 4 Kilometer auf 30 Grad. Ich glaube, das war dieselbe komische Karre, die wir vorher hatten, ne? So. Ja, ist ärgerlich, dass wir jetzt ausgerechnet keine Torpedos mehr haben, aber wir sind die Ersten, die irgendwas versuchen. Deswegen ist das gar kein Problem. Wir fahren hier so ein bisschen rein. Und ich glaube auch, dass sie tatsächlich irgendwie so einen reinen Nordkurs haben. Ich nehme mal an, wenn ihr das jetzt so 23, nee, wir sagen mal einfach, dass der 0 Grad hat. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. 8,6. Sagen wir mal, der fährt 10 Grad. So circa. Sagen wir mal, der fährt 10 Grad. Zweite Messung. 2,5 Kilometer auf 30 Grad. 2,5 Kilometer auf 30 Grad. So, und es ist tatsächlich ein ziemlicher Nordkurs. Also er war hinten, er war vorne. Wenn ich die alle jetzt, alle Punkte im arithmetischen Mittel so jetzt verbinde, dann komme ich auf so einen Kurs. Circa. So, wie viele Boote haben wir denn jetzt hier eigentlich? 1, 2 Stück sind wir jetzt in Rudel aus 3 Booten. Okay. Hinten schickt sich noch einer an, ins Ziel zu kommen. Gerade sind wir tatsächlich aber nicht zu sehen, aber ich sehe auch kein anderes Kampfschiff mehr hier. Was bist du da hinten für ein Teil? Okay. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Vermutlich ein Geleitzug. Ist alles wunderschön. Alles absolut herrlich. Da vorne haben wir diese eine Flower-Klasse. Die kann sich theoretisch einen verdienen, wenn sie will. Die kann sich theoretisch einen verdienen, wenn sie will. Du greifst bitte an ihn. Nee, nicht ihn, sondern... Nee, warte mal. Wir müssen den... Dich sollst du angreifen. Und du... Du kannst auch in Angriffsstellung gehen. Oder sollen wir ihn die Korvette vorne angreifen lassen? Es kommt eigentlich nur darauf an, dass die Korvetten weg sind. Es kommt nur darauf an, dass die Kriegsschiffe weg sind. Wenn die Kriegsschiffe jetzt weg sind, dann kriegen wir den tatsächlich. Vielleicht
Vielleicht geht das tatsächlich. Wenn jetzt unsere Kollegen keine Scheiße bauen, soll das heißen. Geh mal ein wenig nach unten. Wenn jetzt unsere Kollegen keine Scheiße bauen, dann könnte es tatsächlich hinhauen. Geh mal hier nicht. Geh mal hier weg. So. Dann könnte es tatsächlich hinhauen, dass wir das einigermaßen gerissen kriegen. Weil der Konvoi ist jetzt nicht so hart verteidigt. Ich möchte noch auf die andere Seite des Geleitzuges gucken. Auf die hintere Steuerbordseite des Geleitzugs, was da so am Rumexistieren ist. Weil momentan haben wir nur die Backbordseite und die vordere Steuerbordseite gesehen, wo jetzt nichts ist. Aber Steuerbord hinten, da könnte noch irgendwo jemand fahren, der uns vielleicht gefährlich wird. Momentan habe ich keinen Zerstörer gesehen. Ja, nur ein paar Korvetten gesehen. Wie sieht es jetzt mit den Torpedos aus? Na, kurz vor Halbzeit. Pass mal auf, dann heizt der nochmal nach, solange die Zeit ist. Obwohl, nee, warte, mach nicht. Bleib lieber am Tiefenruder. Wir können den nachher immer noch nachheizen. Alles gut, alles gut. Kapitän? So, Opa Hans ist weiterhin am Start. Bleiben auf 20 Meter. Tick-Tack, Tick-Tack, Dankeschön. So, und dann bringen wir uns mal langsam auf 11 Meter hoch. Langsam auf 11 Meter hoch. Stellt sich nun die Frage, genau... Erstmal er. Ihr habe bestimmt. Der hat bestimmt den. Genau. Fahr mal bitte das Beobachtungsperiskop ein. Wir gehen nur aufs Angriffsperiskop jetzt. Dankeschön. Ein bisschen Glück. Kriegen wir das alles irgendwie hin? Rohr 1, bewässern! Wenn wir die Kiste schon mal vorbewässern, einfach nur so, weil es geht. Was haben wir? 15 Minuten in der Aufnahme, alles klar. Der allerletzte Torpedo. Du bist auch eine Korvette. Ihr seid alles nur Korvetten. Das ist ja interessant zu wissen. Das ist ja echt interessant zu wissen. Das ist echt interessant zu wissen. Das sind nur Korvetten. Okay, pass auf. Wir schalten ihn auf. Versuchen mal ihn zu treffen. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht klappt's ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht oder nicht. Wir versuchen es aber trotzdem mal. Nee, nicht Black Swan, sondern du bist die Flower-Klasse. Du fährst in, sagen wir mal, 10 Grad mit 13 km/h in einer Entfernung von Spannung von 2 Kilometern. Die Flow-Klasse ist wie tief 3,5. Also sagen wir mal, stellen wir mal auf 3. So. Das erstmal so als Basisdaten. Ich möchte einmal messen. Und dann hoffen, dass der T5er keine Scheiße baut. Sondern auch die Flower findet. So, und er fährt tatsächlich 13 km/h. Kilometer. Ich habe Angst, dass der T5er aus Versehen auf den Frachter abdreht. Gerade so ein bisschen.
Ich habe Schiss, dass der T5 auf den Frachter abdreht. Aber falls er abdreht, können wir es nicht verhindern. Ich habe nur noch einen Torpedo, wir müssen es riskieren. Komm. Ende aus Mickey Mouse, ne? Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Nee, warte. Legen Sie den Kurs an. Wir machen es anders. Wir fahren rückwärts. Wir fahren rückwärts und gleichen unsere Silhouette an. Ja, und der, er ist halt sofort auf den, er ist sofort auf den Frachter gegangen. Der Aal ging nicht daneben, der Aal fährt einfach komplett in den Mond rein. Es ist leider so, dass man diese Magnet, diese Horchanlage nicht auf einen wichtigen Torpedo einstellen kann. Klatsch. So, und er kriegt auf jeden Fall einen bei. Wird aber kein Wirktreffer werden. Ist also ein absoluter Blindgänger gewesen. So, sind wir mal gespannt, was das jetzt wird. Was? Oh nee, die Besatzung verlässt das Schiff. Tatsache. Sie haben doch einen Maschinenschaden. Okay, immerhin einen haben wir. Interessant. So, ja, Wolfsrudel, dann hoffe ich doch mal, dass ihr das jetzt mal langsam hinkriegt. Denn wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal in der Defensive. So, ja, das Feld ist auf. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben keine Torpedos mehr. Wir haben noch eine vollgeladene Decksknarre. Es wird sich dann in der nächsten Folge herausstellen, ob es dann eventuell zu einer größeren Schlacht kommt. Weil da oben sind, oh Gott, hier sind auch noch Schraubengeräusche gemeldet, die auch noch viel, viel schlimmer werden. Das wird viel, viel schlimmer. Große Gruppe, bla 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 bla. Hoffentlich greifen die jetzt nicht in unseren Kampf ein, weil gerade es könnte noch gut laufen, wenn unsere Kollegen in den anderen Booten jetzt ein bisschen was drauf haben. Es könnte noch gut werden, aber das weiß ich nicht. Wir haben, wie gesagt, nur die Oberdecksknarre unter uns gesagt. Ich glaube nicht, dass das was wird, weil die anderen U-Boote, die U-Boot-KI ist leider nicht so schlau, wie sie eigentlich sein könnte. So. An der Stelle würde ich sehr gerne als Captain die anderen Boote übernehmen und die anderen Boote, egal wie sie ausgerüstet sind, lieber selbst fahren und nicht von einer KI fahren lassen. Das wäre mir gerade so wesentlich lieber, aber das ist im Spiel leider nicht möglich. Ja, wir sind jetzt im Rückwärtsgang und versuchen uns der gesamten Szene ein bisschen zu entziehen, abwarten, was passiert, und wenn es gleich nochmal, das heißt, wenn es in der nächsten Folge nochmal dazu kommen sollte, dann schlagen wir mit der Oberlecksknarre zu. Auf jeden Fall. Im Zweifelsfall, wenn eine der Korvetten nicht auffasst, tauchen wir auf und knallen die von hinten ab oder so. Das geht ja auch relativ unspektakulär, wenn man denn in der richtigen Position ist. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen, wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Und es tut mir leid, falls die Audioqualität ein bisschen schwankt oder hin und her pendelt jetzt und in den nächsten Folgen. Ich, wie gesagt, ich probiere mich da selber noch so ein bisschen aus mit der neuen Hardware. Ich muss das einfach im Langzeittest schauen, wie ich da was am besten hinkriege. Wie gesagt, das Mikrofon ist komplett neu und es ist halt auch ein Mikrofon, was ich nicht direkt am Headset dran habe, sondern was mir so im Ständerwerk vor der Schnute rumschwebt. Deswegen, ja, ist alles etwas komisch gerade. Bis demnächst. Sehr gerne. Tschüss. Tschü. Discord-Dienstag. Immer nur denken. Discord-Dienstag.